Bricks Go Wild ist heute wieder für euch am Start. Wie könnte es anders sein? Das Wetter ist draußen sehr schön. Wir sind hier am Dachboden und bauen für euch weiter. Aber freiwillig. Aber natürlich freiwillig, das ist ganz klar. Ja. Wir sind wieder mal hier hinten im neuen Bereich, wo das Hochhaus steht. Es hat sich leider noch nichts getan. Ich bin schon gespannt, wann wir endlich die ersten Bewohner in den Balkons begrüßen dürfen oder auf den Balkons, sagt man ja. Ich weiß eigentlich gar nicht, was Rita dort hinten macht. Sie montiert irgendwas bei meiner Fischstäbchenfabrik herum. Wahrscheinlich fehlen dann wieder irgendwelche Teile und sie hat sich die wieder gesnackt. Egal, heute geht's um was, wo sie hoffentlich ihre Finger noch nicht dran gehabt hat, nämlich die Arcade. Danke für euren zahlreichen Einsatz, für die vielen Kommentare. Wir waren echt erschlagen von euren guten Ideen. Und wir sind jetzt gerade mal ein bisschen am Sondieren und überlegen, wie wir das am besten angehen. Ihr habt uns auf jeden Fall sehr geholfen damit. Wir sind auch noch am Überlegen, ob wir es nicht noch ein bisschen umbauen, damit wir vielleicht hier den Platz noch ein bisschen besser ausnutzen. Auf der anderen Seite gefällt es mir eigentlich so ganz gut. Die Sandblue-Steine sind noch nicht eingetroffen, wie ihr seht. Ich habe hier noch leider noch nicht weiterbauen können. Also ist es noch immer so wie gehabt. Aber ich habe ein bisschen was ich euch zeigen kann. Ich habe gestern spät nachts, als Rita und der Kleine geschlafen haben, habe ich mich ein bisschen verwirklicht und habe mal ein paar Automaten zusammengebaut. Ihr habt uns da sehr tolle Vorschläge geschickt, auch sogar Links, wo wir welche finden. Wir haben uns jetzt natürlich auch inspiriert von Pinterest, von allen möglichen Instagram, wo auch überall Vorschläge drinnen sind. Wir haben jetzt als erstes mal, wie könnte es anders sein, ein Auto, mit dem man fahren kann. Ich weiß nicht, ob ihr das gut sehen könnt jetzt. Kamera kommt mir vor, fokussiert noch nicht so ideal drauf. Vielleicht ist es so besser. Das heißt, wir haben hier einen Rennauto-Simulator in Blau. Da haben wir einen Techniksitz verwendet, hinten Räder von so einem Go-Kart mit Auspuff. Das Ganze steht natürlich adäquat auf einer Bodenplatte und vorne Lenkrad, auch Armaturenbrett. Das Einzige, was wir nicht haben, ist ein Bildschirm. Ich habe da versucht, diverse Geschichten reinzubauen. Das hat alles ein bisschen blöd ausgesehen, nennen wir es so. Fällt aber eigentlich nicht so ins Gewicht. Kann ja sein, dass der gerade gewartet wird oder was auch immer. Ich finde die Konstruktion auf jeden Fall sehr cool. Gefällt mir sehr gut. Ich stelle ihn jetzt einfach mal hier rein und später reden wir dann noch über die weitere Geschichte. Dann haben wir als nächstes... Der geht gerade, der ist hier, den habt ihr wahrscheinlich dann schon gesehen. Warum steht der hier heraus? Den wollte ich euch eigentlich am Schluss zeigen. Dasselbe nochmal mit einem Rita lacht hämisch. Ich habe sie wieder unter Verdacht. Sonst passiert sowas nur mir, deswegen lache ich. Ja, diese Frau ist wirklich mehr eine Plage und Qual, als dass sie hier was Konstruktives beiträgt manchmal. Nein, Spaß beiseite, sie macht halt ihren Job super, aber... Sie räumt immer meine Sachen weg und ich finde nichts. Vielleicht kennt ihr das. Sehr ähnlich hier auf einer Straße mit hellgrauen Fliesen und dem Mittelstreifen. Also der Motorradfahrer fährt genau in der Mitte. Ein Motorradsimulator. Hier ist sogar jetzt gerade ein Bildschirm eingeschaltet, wo die Fahrzeit angezeigt wird. Das Spiel, das Computerspiel heißt Check. Ist auch eine sehr einfache, aber solide Konstruktion, würde ich mal behaupten. Das Motorrad ist hier aufgestellt auf so runden 1x1er-Plates. Ja, sehr einfach, aber das sieht sicher auch nett aus, wenn hier eine Figur Platz nimmt. Übrigens, ja, die Vorschläge kommen zum Teil auch von euch. Also vielen, vielen lieben Dank dafür. Wie gesagt, wenn das Ganze eingerichtet ist, wird das noch viel besser aussehen. Dann haben wir was, auf das sich Rita schon sehr gefreut hat. Ich finde es fast ein bisschen übertrieben, aber ihr kennt es. Es ist so ein Tanzsimulator, wo man also, hier vorne ein Video angezeigt bekommt. Hier sind alle möglichen Disco-Lichter und Lautsprecher und so weiter. Vielleicht baue ich hier rechts und links oben sogar noch ein weiteres Lautsprecherpaar dazu, dass man richtig so Vollgas geben kann. Hier vorne der Subwoofer mit den Grillplates, mit den Grillfliesen, wie ich sie immer nenne. Und der Boden ist auch wie eine richtige Tanzfläche. Es ist zwar schon eine Zeit her, dass ich mit Rita in einer Diskothek gewesen bin, leider. Aber kann man nichts machen.
was ist jetzt los? So, wird schon wieder mal soweit sein. Bis dahin vergnügen wir uns hier mit diesem Dance Dance Revolution Automaten, der sehr abgespaced aussieht, aber eigentlich ziemlich, ziemlich cool ist. Stelle ich auch mal hier herein. Dann bekommt ihr mal ein Gefühl dafür, wie groß die Arcade eigentlich ist und wie das dann aussieht. Also hier natürlich, wo das Motorrad steht, kommt die Stiege hin. Da wird das sicher nicht stehen bleiben. Dann habe ich sowas Ähnliches gebaut, was sich Rita gewünscht hat. Da habe ich auch eine coole Anleitung gefunden im Internet. Dieses Spiel nennt sich ganz einfach Technik, also ein sehr cooler Name. Hier fehlen noch so runde Bälle, die hier aufgelegt werden. Das ist sowas, wie soll ich sagen, eine Mischung aus Bowling und Basketball und vielleicht auch ein bisschen was von Minigolf. Das heißt, man schießt die Kugel so auf dieser weißen Bahn entlang und versucht dann natürlich das oberste Loch zu treffen, dass die Kugel dann dort hängen bleibt. Dann bekommt man die meisten Punkte. Ist auch eine sehr coole Konstruktion irgendwie hier mit diesem 2x4 Plate, welches verkehrt rum hineingelegt ist. Das ist auch ziemlich, ziemlich robust hier. Also das fällt gar nicht auseinander hier mit der Windschutzscheibe. Also könnte man natürlich auch noch eine zweite Windschutzscheibe einfügen, wenn man möchte. Ich schaue mir das nochmal an. Aber, hoppla, deiner Hand ist das immer ein bisschen schwer zu handeln. Nein, alles gut, danke. Oh, seht ihr, jetzt ist die 2x4 Plate rausgefallen, aber das macht gar nichts. Die kann man leicht wieder hineingeben. Als nächstes hier. Okay, was haben wir dann noch? Ich kann euch noch zeigen, wir haben noch so eine Kralle, wo man so Plüschtiere rausziehen kann. Das ist so eine Konstruktion mit so Panelteilen, mit so Fenstern. Drinnen sind einfach alle möglichen runden 1x1er Plates. Und das Coole ist, ich weiß gar nicht, wo das her ist, ich glaube aus irgendeinem U-Boot-Set, so eine 2x2 Fliese gefunden, wo hier sogar eine Kralle drauf ist. Bin mir ziemlich sicher, dass die aus einem, weiß ich nicht, Aquazone oder so Set ist. Und hier zum Bedienen das Bedienfeld der Joystick. Die finde ich eigentlich auch ganz cool. Ich habe zuerst so eine altmodische Autoantenne gehabt. Die habe ich jetzt aber wieder ausgetauscht, weil ich finde, dass dieser Knubbel hier sogar besser aussieht. Oben noch mit der Verzierung. Das werden wir vielleicht irgendwo außen hinstellen. Ich gebe es jetzt mal hinein, damit Rita es nicht findet. Und was haben wir da noch? Ich plane noch ein, zwei so kleinere Kaugummiautomaten oder so. Ihr wisst schon, wo man diese Gummibälle kaufen kann um 1 €. Da habe ich mir ja bei einem Haul auf Bricklink diese Aufziehräder bestellt. Das heißt, ihr werft den Euro rein und dann dreht ihr zweimal. Dann fällt unten der Preis raus. Da habe ich mir einige bestellt, die werde ich noch machen. Wie gesagt, Rita will ja noch so einen Strongman, wo man so auch so einen Boxsack hauen muss oder so einen Arm drücken oder irgend sowas. Ich träume ja von einem Automaten, wo das, weiß ich nicht, ob ihr das in die Kommentare geschrieben habt, kann ich mir jetzt nicht mehr erinnern. Okay, wir sehen es leider nicht, was du machst, Rita. Du kannst ja vorbeikommen. So eine Wahrsagerin kennt ihr sich auch. Man wirft 1 € hinein und dann bekommt man irgendwelche weisen Sprüche von so einer Marionettenpuppe zugesteckt. Das finde ich auch total cool. So, jetzt sind wir aber gespannt, jetzt mit was Rita dann herkommt. Ich habe mir gedacht, dass das ein spezielles Teil ist und jetzt sehe ich, dass es eigentlich einfach nur 3 zusammengesteckt sind. Jetzt wollte ich dich schon... Naja, egal. Ich habe mir gerade gedacht, da könnte doch jemand mit 3 Hunden unterwegs sein. So ein Hundeaufpasser. Ein Hundesitter, das ist ja eine coole Idee, ja. Ah, jetzt weiß ich auch, wer immer diese Seile nimmt, wenn wir endlich wieder welche haben, aber eine coole Idee, ja. Vielleicht bewirbt sich ja jemand als Hundesitter bei unseren Einbürgerungsvideos, das könnte auch sein. Es hat sich jemand beworben, der eigentlich schon in der Stadt ist und jetzt, ich finde aber die Idee an sich ganz cool. Ihr erinnert euch sicher noch an Ghost Dog, der beim Haunted Mansion als Ghost Dog ist und er hat diese Idee auch geschrieben und die finde ich eigentlich echt cool. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich die nicht auch noch platziere. Also wir haben eigentlich so viele Bewerbungen, dass wir normalerweise nicht 2 selbe Leute gleichzeitig bedienen, aber wenn die Idee gut ist, warum nicht? Richtig. Und dann haben wir noch als letztes, was ich euch noch zeigen kann,
ist, wir haben hier vorne ja eine große Freifläche. Hier wird wahrscheinlich so ein kleines Areal sein, wo gefliest wird, wo vielleicht Parkbänke sind, wo sich die Eltern ausrasten können, während die Kiddies da drinnen das ganze Kleingeld verspielen. Ich habe 3 solche kleinen Kiddie-Rides gebaut, die wahrscheinlich hier draußen irgendwo aufgestellt werden. Und das Coole ist, wir hatten noch 3 so, ja, ich nenne sie mal Raumschiff-Karosserieteile. Einerseits Emtron, andererseits Classic Space. Mhm. Und dann haben wir noch ein drittes mit den Aqua Raiders, wenn ihr das sehen könnt. Die sind jetzt nicht fix positioniert hier, aber so in etwa wird das aussehen. Das heißt, die Kiddies, die noch ein bisschen kleiner sind, können dann hier um 1 Euro diese Kiddie Rides in Bewegung setzen. Und das wird sicher lustig. Ich habe mich bei den Aufbauten ein bisschen an den originalen Sets orientiert. Und ja, ich denke, das wird ganz nett aussehen. Das werden wir dann hier fließen und dann uns ansehen, wo das Sinn macht. So viel auf jeden Fall dazu. Ja, was kommt noch? Flipper kommt noch. Eine klassische Arcade, also so ein Spielautomat, wo man Pac-Man spielen kann, Super Mario Brothers. Und wir schauen uns natürlich eure Kommentare laufend an. Das waren jetzt so mal die ersten Ideen, die wir auch aus den Kommentaren rausgezogen haben, wo wir selbst auch Ideen dazu hatten, das zu bauen. Aber wir haben ja noch einiges am Platz, wenn ihr schaut. Hier ist noch nicht alles voll und wir haben da noch einen ersten Stock, wo wir auch noch viele Geschichten reinbauen können. So einen Shooter wollen wir auf jeden Fall noch, vielleicht so ein kleines Fotostudio, wo man sich fotografieren lassen kann. Und bezüglich Essen, sage ich euch ganz ehrlich, da haben wir uns noch nicht geeinigt. Die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Rita ist dafür. Sicher, man braucht auch immer was zu essen. Da werden wir uns im nächsten Update nochmal melden, wie es da aussieht, aber da kommt sicher was. Ja, ich wollte euch einfach zeigen, was ich hier, die Kiste ist jetzt leer, also ihr seht, ich habe jetzt alles, was ich so letzte Nacht zusammengebaut habe, hier mal reingestellt. Das wird natürlich noch verschönert. Wenn es hier dann ein Update gibt, dann melden wir uns. Genau. Bis dann, liebe Freunde. Macht's gut. Wir lassen Rita es wieder weiterbauen. Ja. Und sehen uns dann demnächst wieder, hoffentlich bei unserem Kanal. Auf jeden Fall. Bis dann. Tschüssi. Tschüss, macht's gut.